Grüß Gott, die Damen und Herren. Heute gibt's einen Bayern-Topf aus dem Dutch Oven mit ein paar wenigen Zutaten. Welche das sind, sage ich dir jetzt. Du brauchst dafür 2 Dosen Schmand, ein bisschen 200 Milliliter Gemüsebrühe. Dann brauchen wir 3 Paprika, Rot, Gelb und Grün. Ein bisschen Weißwein, ein bisschen Öl zum Anbraten, Tomatenmark, Leberkäse, Zwiebeln und ein leckeres Gewürz. Kannst du Salz, Pfeffer nehmen. Wir nehmen heute hier ein leckeres Gewürz. Und dann brauchst du natürlich noch einen Dutch Oven. Und wir kochen heute auf Induktion. Ganz einfach. Und das Coole ist, Induktion geht relativ schnell. Und den schalten wir jetzt hier einmal an. Lassen den kurz heiß werden. Volle Stufe, weil wir wollen anheizen. Und weil es ja hier einfach total schnell geht, machen wir jetzt hier einfach ein bisschen Öl rein. Allererstes, was wir machen müssen, ist unser Leberkäse anbraten und unsere Zwiebeln. Alter. Also hier wird einfach alles nochmal ganz kurz angebraten. 2 Minuten später sind wir eigentlich schon so weit, das ist so mega schnell. Jetzt kommt noch ein bisschen Tomatenmark und zwar 2 Esslöffel rein. Lass mal ganz kurz anrösten und dann verrühren wir alles miteinander. Dann wird es jetzt ein bisschen rot. So, und um noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu bringen, kommt jetzt hier unsere Trilogie der Paprika mit rein. Grün, Gelb, Rot einfach mit rein. Und dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit. Da haben wir jetzt hier einfach ein Stückchen Weißwein. Wie viel sind das? 20 Milliliter, 30 Milliliter ungefähr. Kannst du auch weglassen, also wenn Kinder mit essen, würde ich es weglassen. Und dann machen wir uns ein bisschen Gemüsebrühe, das heißt so 200 Milliliter Wasser. Ein bisschen Gemüsebrühe vom Dealer deines Vertrauens. Das rühren wir jetzt alles nochmal um. Sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Würzen tun wir es nachher. Jetzt schließen wir hier den Deckel. Schalten das gute Gerät einfach nochmal runter auf Stufe 2 und dann kann es jetzt ungefähr 15 Minuten ein bisschen vor sich hin brutzeln, bis die Paprika ein bisschen weich ist und dann sehen wir uns gleich wieder. 15 Minuten später müssen wir jetzt hier den Deckelhuber nehmen, weil jetzt wird es nämlich langsam auch am Deckel ein bisschen heiß. Und da haben wir natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit drin, so soll es ja sein. Jetzt rühren wir das Ganze hier einmal um. Guck mal, so sieht unser Leberkäse-Gulasch aus, unser Bayern-Gulasch. Jetzt kosten wir mal ganz kurz Paprika, ob sie gut ist. Ganz gleich bis. Wunderbar. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen würzen. Wir nehmen jetzt hier Magic Smoke, das probieren wir mal ein bisschen aus. Grundsätzlich an sich mag ich ja so ein bisschen Rauchgeschmack dran. Und das nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann kommen da noch 2 Packungen Schmand rein. Jo, die kommen rein, alle beide. Rühren wir das jetzt alles nochmal schön miteinander um. Und dann wird da nämlich jetzt eine richtig schöne Geschichte draus. So, und das Ganze lassen wir jetzt hier bei offenem Deckel ungefähr nochmal 5 Minuten aufköcheln. Und wenn das ein bisschen zu dick ist, dann machen wir noch ein bisschen Mehl mit rein. Machen noch eine kleine Mehlschwitze, dicken das noch ein bisschen an. So, wie wir das am liebsten mögen oder du das auch magst. Gut, jetzt sind wir soweit. Uns ist jetzt noch ein bisschen zu flüssig, aber dann nimmst du dir einfach ein bisschen Mehl oder Mehlschwitze, kannst du auch machen. Und dann rührst du das einfach ganz normal einfach ein bisschen mit unter. Und zwar wichtig ist, dass es kocht, weil sonst wird es nicht so richtig dick. Immer so stoßweise runtergeben, ganz wichtig. Und dann siehst du, dann wird das Ganze auch gleich ein bisschen sämiger. Guck, siehst du das? Sind wir gleich schon fertig. Das waren jetzt ungefähr 1,5 Esslöffel, denke ich. Und genau so soll es aussehen. Guck dir das an. Mega, mega lecker. Und jetzt kommt der Dutch Oven. Also den schalten wir eigentlich nur aus. Dann kommt er hier rauf, steht der Manuel neben mir und dann wird verkostet. Okay, und da bin ich. Check. 3, 2, 1. Einer mit dem Löffel, einer mit der Gabel, weil der eine ist auf Diät. Also kriegst du ja nur eine Gabel bei einem Gulasch. Mhm. So sieht sie mir aus. Guten. Guten. Geht wieder los, die pusht. Diät, gell? Du kannst doch einfach nur pusten.
Nee, egal. Hm. Wer Leberkäse liebt, wird es auch lieben. Definitiv. Würzt es, also der Gordon hat es mal nachgewürzt. Mhm. Also da müsst ihr nochmal Gewürz dran machen. Das war angeblich ein bisschen lasch. Also ich glaube es dem Gordon. Also von daher. Aber ein richtig geiles Gericht mit Leberkäse. Also viele werden jetzt sagen, oh, mit dem Leberkäse darf man das niemals machen. Wir kommen aus Bayern. Man darf alles machen. Man muss alles probieren. Es ist scheißegal. Tradition hin oder her. Traditionen sind da, um auch manchmal zu brechen. Es wird da was mit Weißwurst noch geben. Da hat der Gordon sich gesträubt. Aber nach dem können wir es jetzt auch tun. Also von daher machen wir das auf jeden Fall. Sehr geiles Gericht. Also, lieber Jürgen, das ist ein User-Rezept. Mhm. Lieber Jürgen, wir danken dir für diesen Hinweis. Wir feiern es gerade. Mhm. Mega geil. Und wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen verköstigen. Ja, also vielen Dank. Wenn du auch einen coolen Einfall hast, was wir unbedingt machen sollten vor der Kamera, dann schreib uns doch eine E-Mail an feedback@mgbbq.de. Link steht unten nochmal drin, also die E-Mail-Adresse. Ja, und von mir gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass es sehr lecker ist. Und? Wie habt ihr das gefeiert mit Induktion? Bin mal gespannt. Ein bisschen laut, das stört mir ein bisschen. Mhm. Falls jemand weiß, dass es leise Platte gibt, soll uns Bescheid geben. Aber ich fand es geil. Es ging schnell. Ja, kommt nochmal ein Video. Also. Genau. Und wir sehen uns wieder am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag. Und zwar, wenn es wieder heißt, MG-Barbecue. Ist lecker. Mhm, finde ich gut. Oder? Das geht ja voll schnell. Mhm.